dann ist echt doof, diese Spielzeit. Was? Ja, mit diesen ganzen die ganzen Unterbrechungen oder so, wir konnten ja nicht mal so richtig losmachen. So. Politiker war verschenkt, finde ich, verschenkt. Aber Kai Voges, ja, sag ich dir, Kai Voges. Vielleicht weiß das ja so. macht in der nächsten Spielzeit gleich das erste Stück. Ja, ja, super wird das. Stückentwicklung. Nee, würde man glauben. Aber diesmal nicht. Faust. Ja, na, das volle Programm. Musik, Video, na, Video ist dabei, ja klar. Aber diesmal Live-Fotografie auf der Bühne. Wird das noch mit dem Kaffee heute? Dann wird gleich noch mal nachgelegt. Ja, Apokalypse. Christoph Magnussen schreibt uns eine Screwball-Comedy. Ja, sagt ihr das was? Blaubarts achte Frau, ist was Dog, Dinner für Spinner. Ja, okay. Aber vorher, also als Event, Paul McCartney. Paul McCartney aus Amerika. Kenn ich nicht. Mensch, der mit dem Tannenbaum von Paris, da auf der Straße. Und Lilith Stangenberg. Ich jedenfalls freue mich, ja. So. Ach ja, und dann noch Würgeengel. Buñuel. Der Kaffee. Ja, ich bin ja nun nicht die Kaffeemaschine selber. Also, Würgeengel, Buñuel, nach dem Film, alles so. Nein, ich glaube, nein, wir zeigen nicht den Film, wir zeigen den Film als Adaption. So. Also Theateradaption, genau. Und das Besondere ist, die Bühne, die macht der Rehberger. Den kenne ich. Ich hab schon mal was von ihm gesehen. Mhm. Ich glaube, der war auch schon mal auf der Biennale. Ja, stimmt. Und dann kommt dieser Spielzeitschwerpunkt. Da macht, also dieses Öl, da macht einmal der Sascha Habemann was, ganz klassisch, also Ensembletheater, und dann kommt Manuela Infante und die macht das mit Loops und mit viel Musik. Und die ist cool. Die ist richtig cool. Ja. Das wird wirklich geil. Und was ist jetzt mit den Alpen? Die Alpen kommen danach, die kommen jetzt endlich raus, sind sie eh irgendwie in jedem Spielplan drinnen, aber hoffentlich kommen sie nicht zur Spielzeit raus. Das ist der Text von der Jelinek und was Neues. Und dann ist eh schon Endspurt. Dann kommt Beckett, Endspiel. Und kommt nicht Luc Perceval? Luc Perceval kommt, dann macht sie Shakespeare-Adaption. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Und dann kommt auch wieder natürlich Mese. Der macht wieder was bei uns. Ich glaube, also heißen tut es irgendwie, die Reiter sind back. Oder nein, was denn? Aber irgendwas mit Reiter, ich weiß nur, das Reiter kommt vor. Ja. Ist schon ein krasser Typ. Aber das sind ja nur die Sachen, die jetzt im großen Haus laufen. Hier der Kalle, der zieht ja wieder mit seiner Mannschaft durch die Bezirke. Ah. Hier Otterkring, Simmering, Liesing, Floridsdorf, ganze Programm. Zuerst machen die was über das Gesundheitssystem hier von Karen Breeze. Dann ein Stück von dem Dulli, der auch hier Chick geschrieben hat. Wolfgang Herrndorf, genau. Und dann haben die Charlotte Sprenger geholt und die inszeniert einen Podcast über so eine Wiener Drogendealerin, der gerade ziemlich abgeht. Ja, und dann gibt es natürlich noch Dossier, ne? Eh klar. Alter, heftig. Und das alles in den Bezirken? Ja. Aber brauchen wir da nicht ein extra Abo? Hm? Naja, es gibt da natürlich die verschiedensten Abos und Tickets für die unterschiedlichsten Kombinationen, aber das steht auch alles auf der Homepage. Naja, wir spielen ja nicht nur auf der großen Bühne und in den Bezirken, wir spielen ja auch in der Dunkelkammer, also die Bühne unterm Dach. Ja, und in der Roten Bar und halt im Volks, da im Fünften. Ja. Sag mal, kennst du Christine Geig? Die Choreografin? Ja, die adaptiert da nämlich den Film Die Rote Sonne, also im Volks. Und Little Annie, diese Musikerin, die kommt mit einer Uraufführung. Und der Markus Oehrn macht einen Ingmar Bergmann, ja. Nee, das ist dann wieder in der Dunkelkammer. Da adaptieren sie Die Scham von Ernö und die Autorin Nawa Ebrahimi, die schreibt was für uns. Kennst du die? Nee, ich glaube, du verwechselst das mit Fronte Vacu, der Performance-Truppe aus Italien. Die sind auch in der Dunkelkammer. Ja, du, das verstehe ich. Mhm. Ja, du, dann pass mal auf. Aber wenn da der Hase im Pfeffer begraben liegt, ne, wenn ich das so richtig verstehe, dann würde ich doch sagen, dann machen wir für dich einfach irgendwie ein klein bisschen was Lockereres. Ja, du, das muss ja auch nicht immer Theater sein. Nee, wir haben da auch noch andere Programme. Wir haben da so Disco-Formate. Nein, Diskursformate. Zum einen haben wir da Lesen und Tschechern.
Und dann Nackt und Mutiert und die Gegenwartskunde. Ja. Mhm. Du, da kann man einfach, wenn man möchte, so ein paar Kaltgetränke zu sich nehmen oder eine Kleinigkeit snacken. Ja. Konzerte, du. Ja, 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 die haben wir auch. Kleinen Moment. Hier, da folgendermaßen. Da kommen Benjamin Clementine, dann Fanfare, Chio Kalia, Kings of Convenience, Circuit de Jux, Dangadan, Ensemble Modern Orchester, A House of Call, Shabbas Palaces und der Dirk von Lofzo. Mhm. Von Tokotronic. Tokotronic, Uwe. Ja, genau. Kennst du, ne? Ja. Mhm. Aha. Ja, du, lass dir das doch einfach alles nochmal durch den Kopf gehen und dann meldest du dich nochmal bei mir. Ja, genau. Oder pass mal auf, du, ansonsten guckst du doch vielleicht einfach online. Ja, www.volkstheater.at. Ja, genau. Mhm. Du, gerne, überhaupt kein Problem, so machen wir das. Ja. Also, ja, dir auch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüssi. Okay. Super. Und du, kannst du alles nachlesen auf der Website. www.volkstheater.at. Mhm. Oder, liegt alles kostenlos aus, umsonst im Spielzeitbuch. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird diesmal mit dem Spielzeitheft, ob das wirklich groß ist oder ob das in mehrfarbig ist. Nee, das habe ich schon gesehen. Das ist bunt. Ja. Ganz bunt. Richtig, richtig. Nicht schön, so schwarz-weiß. Nee, das ist richtig bunt. Und Marcel hat da schon. Ja, Fotos, aber das wiederum sehr interessant ist, ja, wenn du diesen Druck, ne, wie das gedruckt wird und wie das gebunden wird. Ja. Kannst du dich noch erinnern, dass wir letztes Mal, als wir in Dortmund die letzten Spielzeitheft draußen, nicht ganz die Spielzeitheft, sondern diese 10 Jahre. Ah ja, ja, diese 10 Jahre. Wo wir den Leuten sagen müssen, dass sie es noch nicht aufschlagen dürfen, damit es nicht aus der Bindung rausgeht. Genau, das war ja, da stehen wir immer rum. Genau, das war ich kann nicht. Ich kann auch nicht rein. Und ich fand das übrigens unmöglich. Manchmal haben sie auch mehrmals.